Im heutigen Video wollen wir uns den Schreibtisch von der Firma Moizzi anschauen. Das ist höchstwahrscheinlich der Moizzi 5. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Im Jahr 2020 findet man sehr schwer eine Beschreibung darüber oder welches Modell das ist. Im Prinzip ist es aber so von der Art her ein Schreibtisch, wie Moizzi heute immer noch baut. Das heißt ergonomisch geformt, mitwachsen und ideal auf das Kinder- und Jugendalter abgestimmt. Wir fangen mal unten an. Was bedeutet mitwachsend? Mitwachsend bedeutet, Moizzi hat hier verschiedene Möglichkeiten eingebaut, dass ich den Tisch höhenverstelle. Hier gibt es schon vorgefertigte Löcher. Es wird alles mit Sechskant-Imbusschrauben sozusagen verschraubt und dann kann ich ohne Probleme diesen Schreibtisch in der Höhe mitwachsen lassen. Das ist aber nicht nur die einzige Sache. Auch im Einsatzzweck kann der ganze Schreibtisch verschieden genutzt werden. Ich habe erstmal hier eine ganz ebene Fläche. Gleichzeitig kann ich hier über die Schrauben diese ganze Arbeitsfläche auch schräg machen und somit hätte ich jetzt einen Arbeitspult. Ich könnte jetzt natürlich auch das alles Schreibtisch machen, das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Moizzi hat bei allen Schreibtischen immer natürlich vorgesorgt, dass es kleinere Abladefächer gibt. Ich habe auch gesehen, 2020 gibt es sogar auch einen Rollcontainer, der passend zu diesem, ich glaube, ja, Buchenholz mit dabei ist. Ansonsten seht ihr hier, gibt es auch Bücherleisten, die kann ich hochklappen und dann habe ich hier in diesem Bereich sozusagen eine kleine Ebene von 1 cm und hier kann ich ein Buch dagegen legen, es fällt nicht runter. Gerade wenn ich jetzt damit als Schreibpult arbeite, im Grundschulalter ist das was sehr Angenehmes. Stört mich das, kann ich einfach mit wenigen Griffen das Ganze runterklappen. Das ist dann hier eben und das ist eine echt coole Sache. Es gibt hier 2 Leisten, rechts und links bei denen und das ist im Prinzip ebenfalls eine schöne Sache. Von der Arbeitsplatte, das ist wirklich ausreichend groß. Moizzi selber sagt als Hersteller, hey, wir versuchen diesen Schreibtisch sowohl fürs Schreiben zu nutzen, als auch als Computerarbeitsplatz zu machen. Deswegen gibt es hier oben noch so eine Ablage, wo man jetzt einen Monitor draufstellen könnte oder ähnliches. Das ist dann jedem selbst überlassen. Auch hier wieder immer im selben, ich nenne es mal Farbdesign. Wir sehen hier unten so einen Rotton. Dieser selbe Rotton ist hier in dieser Halterung. Das schauen wir uns mal im Detail an. Nämlich, wir haben hier das am hinteren Tisch fest. Das heißt, unabhängig von der Schräglage des Pultes ist die obere Auflage immer gerade. Das ist besonders schön, wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen Drucker draufstelle oder einen Monitor, der fällt eben nicht runter. Und ihr seht, es ist wirklich hier solides Holz. Das heißt, ich kann mich hier draufstellen. Ich würde sogar sagen, hier könnte ich mich draufsetzen und es würde nichts passieren. Alles in allem muss ich sagen, ja, Moizzi kostet eine Stange Geld. Aber wenn man überlegt, dass dieser Schreibtisch vom Grundschulalter bis in die Teenagerzeit mit dabei sein kann und am Ende auch als Computerarbeitsplatz dienen kann, ist das eine echt coole Sache. Was mir auffällt, ist, dass der Schreibtisch wirklich eine schön große Arbeitsfläche hat. Das heißt, eine sehr schöne Tiefe, wo einiges draufstehen kann. Das ist echt ideal. Ansonsten soll es das davon gewesen sein. Ihr habt jetzt einen Eindruck von dem guten Stück und ich kann alles in allem die Firma voll und ganz empfehlen, wenn man ein bisschen auf funktionale und hochwertige Möbel steht, dann ist es echt eine coole Sache. Ihr sollt wissen, dieser Schreibtisch überlebt mehrere Generationen. Es ist nicht vergleichbar mit irgendwie ein IKEA-Produkt aus gepresstem Kunstholz, sondern hier ist wirklich Massivholz, Platte, Buche, geleimt verarbeitet. Alles ist ideal und wenn doch mal irgendwas sein sollte, Schleifpapier abschleifen und dann vielleicht nochmal in Lack drüber und das war's dann. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich verlinke euch natürlich diese Schreibtische mittlerweile in, ich glaube, der aktuelle 2020 ist der Moizzi 17. Verlinke ich euch mit rein. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut. Ciao.